Wir sehen hier das Spiel Superhirn Electronic und zwar kommt das aus dem Hause Parker und wie man auf der Seite der Verpackung schön sehen kann, das ist spitze, meint auch Hans Rosenthal, der Moderator der beliebten Fernsehshow Dalli Dalli, die Anfang der 70er bis Mitte der 80er übertragen wurde und dazu passt auch das Copyright 1978. Auf der Rückseite der Verpackung ist kurz das Spiel erklärt, das schenken wir uns, das zeige ich jetzt nämlich. In der Verpackung haben wir diverse bunte Pöppel und schwarz-weiße Pöppel, sowie die Spieleinheit, die besteht aus einem Spielbrett und aus etwas, das wie ein Taschenrechner aussieht und das lässt sich voneinander trennen. Wenn wir uns die Spieleinheit betrachten, ist oben ein Display, in der Mitte sind ein paar Tasten und unten ist nochmal eine Kurzanleitung aufgedruckt und hier kann man dann diese Pöppel oder Stifte ablegen. Das Ganze wird mit einem 9-Volt-Block betrieben und wie man sieht, Netzteilanschluss oder ähnliches gibt es nicht. Ja, das Spiel Superhirn funktioniert wie folgt. Das Spiel selber denkt sich einen Farbcode aus, wie zum Beispiel diesen hier. Den Farbcode kennt der Spieler natürlich nicht, muss ihn aber erraten bzw. durch Logik und Nachdenken, Ausschlussverfahren knacken. Und zwar funktioniert das so. Wir nehmen jetzt als Beispiel mal diesen Code hier. Dafür nehmen wir die Pöppel und stecken die ins Spielbrett. So, was die Maschine jetzt macht, die gleicht die Codes miteinander ab und stellt fest, aha, rot haben wir auch erraten und zwar an der richtigen Stelle. So, bei den anderen drei Positionen haben wir keine Übereinstimmung, aber zumindest haben wir eine Farbe richtig erraten und bekommen die Rückmeldung, jawohl, ein Pöppel, wir wissen nicht welcher, der sitzt komplett richtig, das ist jetzt hier der rote, und einer, da ist die Farbe zumindest richtig, aber die Position stimmt nicht. Und anhand dieser Rückmeldung starten wir einen zweiten Versuch, einen dritten, vierten, fünften und so weiter, bis wir den Code dann letztendlich geknackt haben. Bevor wir damit aber starten, müssen wir erst eine Entscheidung treffen. Und zwar bietet das Spiel zwei Spielmodi. Das ist einmal der Spielmodus 1, das ist dieser hier. Da ist der Code 4 Stellen lang mit 6 Farben oder die Spielstufe 2. Da haben wir 5 Stellen aus allen 8 Farben. Das ist also deutlich schwerer. Aber wir probieren das jetzt mal auf Spielstufe 1. Wir schalten das Spiel einmal an und erhalten die Aufforderung Select. Also Select, damit ist gemeint der Spielmodus und wir wollten die einfache Variante wählen. Das dauert einen Augenblick und jetzt ist der geheime Code errechnet. Die Eingabeaufforderung ist da und wir denken uns einen Code aus. So, wir testen erstmal die Farben aus, tippen die dann ein, zweimal rot, zweimal gelb. Und jetzt habe ich mich absichtlich vertippt, das ist aber nicht schlimm, dass noch nichts passiert. Ich drücke irgendeine andere Taste und dann kann ich den Code nochmal eingeben. Und erst wenn ich auf E drücke, wird dann das Gerät übertragen und ich bekomme dann die Rückmeldung nach einiger Zeit. Ja, so ein Mist, gar nichts richtig. Okay, aber das ist mal eine Aussage, dann haben wir jetzt schon mal zwei Farben ausgeschlossen und starten den nächsten Versuch mit anderen Farben. So, die geben wir wieder ein. Eingabe, kurzen Augenblick später. Schon besser. Eine Position ist richtig, sieht man links, und zwei Farben. Und damit wir das nicht vergessen, notieren wir uns das mit den entsprechenden Stiften, die ich immer liebevoll Pöppel nenne, auf der rechten Seite. Ja, und dann starten wir den dritten Versuch. In dem Fall, da jetzt eine Position schon richtig ist und zwei Farben, kann man die nochmal variieren. Da vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln. Wir probieren das mal aus. Da ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei, ne? Aber ansonsten ohne Nachdenken kommt man auch nicht weiter. Und wir stellen fest, das Gerät sagt, kann man schlecht sehen jetzt mit der Kamera, es sind nur noch zwei Farben korrekt. Das heißt, der Code, den wir vorher eingegeben haben, der war deutlich besser. Ich kürze das jetzt mal ab. Das Spiel läuft eine Weile weiter.
So, wir haben jetzt ein wenig gegrübelt und probiert und sind jetzt der Meinung, dass dieser Code richtig sein könnte. Den tippen wir jetzt einmal ein und gucken, was passiert. Und Eingabe. Ja, das ist sozusagen das Endbild. Da steht Game. Wir haben das geschafft. Wir haben also den Code wirklich erraten. Das Spiel hat noch zwei weitere Funktionen. Die zeige ich jetzt einmal kurz. Und zwar, wenn man nicht weiter weiß, dann kann man hier die R-Taste drücken und den Code sich anzeigen lassen. Dann ist das Spiel aber vorbei. Also das Spielbrett hat nur 10 Slots, in denen man was stecken kann. Das Spiel läuft aber, also von der Spieleinheit her, unendlich. So, und dann gibt es so einen Zwei-Spieler-Modus. Und zwar, wenn man die R-Taste gedrückt hält, dann kann man selbst einen Code eingeben. Also Spieler 1 überlegt sich einen Code und Spieler 2 muss den raten. Wir probieren das aus. Viermal gelb. Geschafft. Ja, und damit haben wir das ganze Spiel jetzt auch schon gesehen. Bei solch alten Spielen stellt sich automatisch die Frage, ob die heutzutage überhaupt noch was taugen. Und beim Superhuman Electronic kann man durchaus sagen, ja, also wenn man Knobelfreund ist, dann ist das Spiel auch heute noch durchaus ein Blick wert. Zwar braucht es etwas Glück, um einen Code schnell zu knacken, aber das Glück entscheidet nicht darüber, ob ich den Code überhaupt knacken kann. Das Spielprinzip ist übrigens schon ziemlich alt, und zwar ist 1970 das Spiel Mastermind als Zwei-Spieler-Brettspiel erschienen. Das heißt, ein Spieler hat sich den Code ausgedacht und die Rückmeldung an den zweiten Spieler mal gegeben, der den Code dann knacken musste. Und Parker hat hier 1978 mit Hilfe etwas Elektronik dann eine Einspieler-Variante geschaffen. Und das Spiel ist ein wahrer Klassiker. Also 1973 war das als Brettspiel dann auch Spiel des Jahres. Und wenn man heute, also das ist jetzt 2023 zum Zeitpunkt des Videos, mal in eine Suchmaschine den Begriff Mastermind eingibt, dann, ich zeige das hier mal kurz, dann sieht man, das Spiel ist nicht tot zu kriegen. Das ist ein wahrer Klassiker. Das gibt es immer noch in diversen Varianten zu kaufen. Und das gibt es auch für Mobiltelefone, in den App-Stores, in den Play-Stores und wie sie alle heißen, kriegt man das auch in verschiedensten Varianten. Und dann kann man sagen, ja, unser Parker Superhuman Electronic kann man heute immer noch spielen. Und zwar im Gegensatz zu vielen anderen Varianten ohne Werbeunterbrechung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Knobeln.